Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf dem nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.4. Wir sind dabei und sehen Felder an. Und wir sind dabei, Produktionen zu versorgen. Und hier unten, Feld 33 ist fertig angesät. Daher bringe ich jetzt hier mal meinen Optum zum Rinderhof zusammen mit der Sämaschine. Das wollte ich ja alles hier unten stehen lassen. Ich möchte ja hier so eine kleine eigene Flotte. Ich habe hier schon einen Drescher stehen. Ich habe hier eine Ballenpresse stehen. Ich habe hier einen Ballensammler stehen. Ich habe jetzt hier meinen Case Optum mit der Sämaschine. Ich habe einen Überladewagen und einen Case. Was ist das? Puma? Ja, einen Puma habe ich hier noch, der hier stationiert wird. Und ich habe noch einen Class Cargos gekauft für hier unten, um Kraftfutter zu transportieren und so weiter und so fort. Damit man hier nicht immer die langen Überführungsfahrten hier unten hin hat. Die könnte man sich zwar auch automatisieren mit Cosplay, aber man kann auch einfach sagen, ich baue hier unten einen zweiten Hof auf sozusagen. Und genau das habe ich nämlich vor. Genau das habe ich nämlich vor. Ich werde hier auch die Saatgutproduktion in Gang bringen. Ich werde hier die Düngerproduktion in Gang bringen. Und so weiter und so fort. Alles, was man so braucht. Ja, da drüben muss ich mal ein bisschen Ordnung schaffen. Da steht er doch gut. Das ist doch schön. Oh, er ist fertig, meint er zumindest. Um den kümmere ich mich. Hat ja gut geklappt. Unfassbar. Los und klapp aus. Ich hätte nur noch mal eben 20 Meter weiterfahren brauchen. Damit können wir dann gleich auf Feld 2 fahren. Dann kann ich mir mal überlegen, was ich denn auf Feld 2 ansehen will. Weiß ich noch gar nicht. Erst machen wir den natürlich noch mal eben voll. Bisschen ruckartig, bisschen ruppig, aber nützt ja nichts. So, hier die Produktion läuft auf vollen Touren, das ist schön. Das heißt, wir kriegen hier alles produziert, was wir wollen. Einmal voll machen, bitte. So, das ging schnell. Geht's hier rüber auf Feld 2. Gucken, was wir da machen.
gefällt mir ja auch nicht, ne? Hier auf dem Feld, dass er hier so viel in der Ecke hat liegen lassen, obwohl ich scharfe Vorgewände eingestellt habe. Dann müssen wir hier auch noch mal eben einmal zumindest rüberfahren. Auch so. Ja, 900 Vario muss aufgefüllt werden. Ist richtig. Feld 2. Habe ich keinen Feldkurs für. Das schieben wir mal direkt da in den richtigen Ordner rein. Nö, haben wir nicht. Okay, alles klar. Müssen wir Kurs generieren. 2. Scharfe Vorgewände. Kurs generieren. Kurs speichern. Und Abfahrer einstellen. Ja, jetzt klappt er erst wieder alles zu, fährt dann die 3 Meter da zum ersten Punkt und dann klappt er alles wieder auf. Was für ein Schwachsinn. Aber egal. Wenn er meint, er muss das so machen, dann muss er das so machen. Das ist eben die Logik, die dahinter steckt. Dann kann man auch nichts weiter drin ändern. Mal gucken, wie das funktioniert. So, den wollen wir mal eben einmal auffüllen. So viel hat er ja hier auch nicht mehr. Da vorne steht unser Überladewagen. Dann wird Zeit, dass wir reich werden. Nein, dass wir aber Kohle verdienen schon. Ja, das habe ich ja klasse gemacht, ne? Genau drüber gucken. Dann passiert sowas. Na, los. Jetzt stehe ich aber doch wohl voll im Trigger drin. Hallo. Hey. Ernsthaft? Ist ja jetzt immer diese Probleme, oder was? Das ist aber nicht schön. Hauptsache, er wird gefüllt. Ist mir ja egal wie. Hauptsache, er wird voll gemacht. Ich muss eben einmal hier vorne die eine Stelle bearbeiten, die er vergessen hat.
Dann, naja, da hinten ist noch ein bisschen was, aber dann sollte das auch nicht mehr so lange dauern. Arbeit. Schön. Ja, den müssen wir mal sauber machen und wegstellen, das ist richtig. Und wir sind hier oben bei der Brauerei. Wir wollten Paletten verteilen. Wo auch immer Paletten hin müssen. Gucken wir mal. Also wir können hier oben noch welche zur Zellstofffabrik bringen. Schon. Wir können auch noch welche hier zur Bäckerei bringen. Da hat man sowieso nicht produziert, aber boah. Sowieso alle drei Trigger eben einmal anfahren. Ja, das mach. So. Muss ich erst beigehen, muss die von Hand da wieder reinschmeißen. Sehr nervig. Kann man ja machen. Wäre jetzt kein Beinbruch. Ja, was wir heute auch vielleicht noch machen sollten, wenn wir es heute noch schaffen. Naja, heute vielleicht nicht in dieser Folge, aber in der nächsten dann. Ist Diesel zur neuen Holzindustrie zu bringen. Um uns einfach zu ersparen, dass wir jedes Mal mit einem Ernter in losfahren müssen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, vielleicht schreibt ihr das ja mal in die Kommentare, ob man denn bei der Kartoffelindustrie, ob man da die Kartoffelwaschanlagen mit dem Förderband befüllen kann. Würde mich noch interessieren. Wisst ihr das? Oder mit einem Überladewagen von mir aus auch, dann kaufe ich mir noch schöne Überladewagen. Oder einen zumindest. Aber ich habe keinen Bock, das dann mal mit dem Radlader zu machen. Muss ich ja leider ganz ehrlich sagen. Oh. Ach, hier steht auch noch ein Gespann. Schön. Könnte dann gleich eigentlich mal eine Runde Dingens verkaufen.
eine Runde Papppaletten, würde ich sagen. Ja, die lassen wir mal da stehen. Ich habe so viele Papppaletten. So viel brauche ich überhaupt nicht. Also ich meine, ihr seht ja, hier steht schon alles voll. Ja. Und macht die Sache nicht leichter, weil ich das hier alles voll steht. Ja, dann kann ich die Sachen lieber in Verkauf bringen. Wird hier noch produziert? Ja, hier wird auch produziert. Schön. Und dann hauen wir jetzt erstmal Pappe weg. Gucke ich auch gar nicht auf den Preis. Oder doch, ich guck mal auf den Preis, aber... Leere Paletten. Ja. Wo sind denn Papp-Paletten? Papier? Palettenverkauf am teuersten? Pappe ist da gar nicht drauf, oder? Oder übersehe ich das einfach nur gerade? So, egal. Egal. Gucken, was uns so ein Trailer bringt. Also Stoffrollen kriegt man ja gar nichts für, ne? Dem einmal eine große Runde, dass wir die Paletten dann da schön irgendwie nebenstellen können und dann können wir hier eigentlich auch mal Fisch abholen. Krabben bei Aldi. Ein Fisch. Auch bei Aldi, aber zu einem echt schlechten Preis. Aber Krabben bei Aldi ist okay. Ja, die sind jetzt nicht alle da drin, aber egal. Hätte ich schon irgendwie hinkriegen. So. Ja, hier muss auch Diesel hin, damit die weiter produzieren. Krabben war hier drüben, ne? Nordseekrabben. Wunderbar. Machen wir doch mal. Obstler und Korn. Obstler wäre auch bei Aldi. Ja, dann gucken wir auch mal, ob wir noch Obstler haben. Weil dann verdienen wir mal ein bisschen Geld. Aber das Ganze, das machen wir nicht mehr heute. Machen wir in der nächsten Folge. Und dann könnt ihr sehen, ob wir das denn vernünftig loswerden. Überhaupt vernünftig aufgeladen kriegen. Oder ob ich mich jetzt hier ins Wasser stürze. Ja, den wollte ich ja auch gar nicht haben. Das ist ja auch gut so. Und, ja. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar oder abonniert mich. Und, ja. Würde mich freuen. Ja, findet mich auch bei Facebook, Friesenjung13. Findet meine Seite, da gibt es dann auch immer Infos, wenn ich neue Filme hochgeladen habe oder neue Videos veröffentliche. Ja,
könnt mich auch da, könnt mir einen Gefällt mir da lassen. Kriegt, wie gesagt, kriegt immer die neuesten Infos. Und noch mehr freut es mich natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Am Mittwoch zur nächsten Folge. Und in diesem Sinne, sag ich mal, ciao.